Das Geist ist krank. Innenraum. Richtig so. Ist halt so, yeah, boy. Ja. Alles ist dabei. Also viel Spaß bei der ganzen Nummer. BMW und ich habe die offiziellen BMW 330i Showroom-Kennzeichen jetzt bekommen. Da wird in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen und ich werde euch auf jeden Fall auf YouTube auch auf dem Laufenden halten und da mal ein kleines Video für euch drehen. Das wird, wenn alles klappt, heute Abend online gehen. Sobald das hochgeladen ist, werde ich auf jeden Fall Bescheid geben und ich denke mal auch, dass da auch für euch was rausspringen wird. Also es bleibt spannend. Rappers around me that I've been eating, cause I got my city on the come up and they got my back. They've been loving the kid, knowing the words, feeling the flow and they going absurd, I kill it. The realest from Chapel Hill in a minute with no limit, you a witness to the game, but I'm only thinking. Sogar gerade eben noch bei BMW den neuen 6er GT gesehen, den habe ich in live noch gar nicht gesehen und der X3 kam rein. Oder der X3 war auch zu sehen und ich muss sagen, also der 6er GT, der sieht schon ziemlich geil aus. Also der 5er GT war ja so ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen. So, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Da war so ein komischer Zwitter zwischen 5er Touring und X6. Und ja, an das Design kann man sich schon gewöhnen. Ich muss sagen, den 6er GT, den finde ich schon ziemlich sexy. Obwohl ich eigentlich immer Richtung Sportwagen und sportliches Auto mich orientiere. Aber irgendwie fand ich den ziemlich geil. Das sah echt richtig gut aus. Von innen ziemlich nah am 7er dran oder X6, also das schon. Aber ich muss sagen, die Formsprache und die Farbe da, einer stand in einer mega krassen Farbe da. Da zeige ich gleich nochmal ein Foto. Mega, mega sexy. Da war sie richtig gut aus. Hat mir verdammt gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht für so ein dickes Schiff immer, aber der war nice. Ich habe gerade den BMW M3 Competition mit Performance-Paket gesehen, den Nico gefahren ist. Ich habe ihn auch verlinkt in dem Bild davor. Schaut euch auf jeden Fall das mal an. Er hat bei YouTube ein ganz geiles Review-Video darüber gemacht. Sowieso auch ein super korrekter Typ und check ihn mal aus.